Hallo Veranstaltung, hallo. Ja, guten Tag, Josef Dimpfelmoser ist mein Name. Ich rufe an vom FC Bayern München und ich habe einen Anschlag auf Sie vor. Ein Anschlag? Na, ja, dann mal los. Und zwar ist es ja so, wir können ja heute Abend Deutscher Meister werden mit einem Sieg gegen die Hertha. Ja. Und wir suchen eine Location, wo wir unsere Meisterfeier machen können. Das Problem ist, die Pan Am Lounge hat kurzfristig absagen müssen und jetzt brauche ich heute noch eine andere Veranstaltungsagentur. Wie viele Personen sind Sie denn dann? Es werden alle mit dabei sein. Der Beckenbauer, der Sammer, circa 130 bis 150 Personen. Okay. Und wann ist es? Ja, das entscheidet sich, ich sag mal, 22.30 Uhr, dann ist Abpfiff. Mhm. Und dann wissen wir, wenn wir gewonnen haben, sind wir Deutscher Meister, wenn nicht, dann nicht. Okay, aber dann soll es heute Abend sein, oder wie? Ja, das ist richtig. Okay, heute Abend kann ich Ihnen da gar nichts anbieten, weil da sind wir natürlich schon ausgebucht. Ich sag mal so, wir sind der FC Bayern München, der Geld spielt doch keine Rolle. Ja, ja, das ist mir schon klar. Jetzt muss ich mal gucken, im Soda höchstens drüben, also wenn es eine Party-Location sein kann. Ja, natürlich. Also, soll eine Riesenparty werden. Und einfach nur essen, trinken oder nur trinken oder wie ist das? Ja, das ist so. Also wir brauchen natürlich ein paar Maß Bier, das ist klar. Essen brauchen wir nicht, hauptsächlich Getränke. Getränke. Vielleicht kann der Uli Hoeneß, der macht ja, wissen Sie ja bestimmt, der macht ja großartige Würstchen, vielleicht kann er die selber mitbringen. Ist das möglich? Wie kann der die mitbringen? Der hat ja eine eigene Wurstbraterei. Ja, okay. Ist das möglich, theoretisch, dass er die selber mitbringt? Es ist möglich, klar. Das ist schon mal wunderbar. Also das heißt, Sie haben einen Raum für uns? Wir hätten das Soda. Und da können Sie auch einfach kommen, sage ich mal. Ja, das ist doch perfekt. Haben Sie euren Parkplatz davor? Für unseren Mannschaftsbus und für den Ei und Robben seinen Wohnwagen? Wir haben Parkplätze, das sind so Busparkplätze, aber das hätte ich beantragen müssen, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Kriegen Sie es nicht hin, irgendwie. Sagen Sie einfach, der Matthias Sammer ist schuld, das ist kein Problem. Wissen Sie, ich habe eine Notlage, wissen Sie, eigentlich habe ich das alles organisiert gehabt und jetzt stehe ich da und wenn wir heute Abend Meister werden und haben keine Location zum Feiern, dann kriege ich richtig Ärger. Ja, können Sie mir jetzt mal eine Rückrufnummer geben, dass ich mal gucken kann, was geht? Ja, das ist die 089 für München. 089, ja. 699. 699. 310. 310. Das ist das Sekretariat vom FC Bayern, Josef Dimpfelmoser, das bin ich. Josef, ich hab den Nachnamen nicht verstanden. Dimpfelmoser ist das. Dimpfelmoser. Richtig. Eine Frage habe ich noch. Wenn wir Deutscher Meister werden und es eine richtig gute Party wird, haben Sie da einen Kontakt, wo wir ein paar nette Mädels einladen können? Auch das muss ich erst rauskriegen. Dann kriegen Sie das mal raus und dann sagen Sie mir Bescheid. Mein Name ist Pegas und ich bin vom Radio. Sie verarschen mich, ja? Das ist korrekt. Und es hat hervorragend geklappt. Super. Ich danke Ihnen, dass Sie so wunderbar mitgemacht haben. Sehr schön, danke auch.